Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zu Miao Ying. Ja, wir haben mal wieder Probleme an der Mauer. Und es sieht so aus, als ob wir hier sogar wirklich belagert würden. Aber ich glaube, dass wir das spielend leicht weghauen können, vor allem weil die ziemlich schon angeschlagen sind. Ja, die sind einfach lächerlich schwach. Die sind lächerlich schwach. So. Rettungszauber, Rüstung des Glücksritters. Nettes Teil. Das kann man auch noch irgendjemandem geben, der vielleicht es sich verdient. Wirst du kämpfen oder wegrennen? Du wirst kämpfen. Du hast hier noch irgendwas gegen Flieger. Ganz im Ernst, ich gebe das jetzt einem von denen da. So, heute ist der Tag gekommen, an dem wir den Eisendrachen in unsere Reihen als General aufnehmen werden. Mal überlegen, was ballern wir denn da rein? Konstellation des Drachen. Erstmal Erdung. Macht von Himmel und Erde ist halt auch ein ziemlich nicer Zauber wegen dem Nahkampfangriffsbonus. Noch mehr magische Reserven. Wir können ganz schön viel mit den magischen Reserven machen, das stimmt schon. So. Gut. Haben wir den Angriff also weitgehend jetzt hier im Griff. Dann wirst du jetzt ersetzt. Und zwar durch ihn. Plus 3 Yang. Oh, das wird hart. Da müssen wir aber ein bisschen umbauen. Okay, was kann er denn? Der ist ja gar nicht kaputt. Unnachgiebigkeit, Zielsicher, das ist genau das, wie ich ihn auch geskillt hätte. Eisenschuppe, rüstungsdurchdringender Waffenschaden für die gesamte Armee. Er selber bekommt Regeneration. Selber auch noch rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Baukosten für alle Gebäude ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig. Das hier ist auch nicht mehr wirklich wichtig. Meister der Alchemie. Wüstenwaffen. Ey, die haben ja... Die haben schon es geschafft, dass die Einheiten clever gebaut sind. Beziehungsweise die Kommandanten clever gelevelt werden. Jetzt gucken wir nur mal gerade eben, ob der auch... Komm, wollen wir ihm einen Heiltrank geben? Verzaubertes Objekt. Ja komm, also er könnte definitiv noch einen Heiltrank vertragen. Obwohl er schon Regeneration hat, aber das ist kein Fehler. Heldentöter für noch mehr Waffenschaden. Schild des Ptolos. Ja, das ist auch ganz nice für noch ein bisschen Geschossresistenz. Oder wir nehmen den Helm der Zwietracht. Der ist noch besser. Dann könnten wir noch einen Talisman gebrauchen, aber bitte keinen Obsidian-Kram. Rüstung des Schicksals haben wir gerade bekommen. Vielleicht sogar besser als der Helm der Zwietracht. Ne, der Helm der Zwietracht ist einfach besser. Können wir gegnerische Einheiten hart debuffen. Und hier nochmal ein bisschen, ja, Rettungszauber. Arkanes Artefakt. Haben wir da nicht irgendwas Geileres? Rüstung des Glücksritters, Schild des Polos. Komm, ich vereinige die hier gerade eben mal. Der beschichtete Schild. Okay, das hat gute Profilverbesserungen mitgebracht. Talisman, verzaubertes Objekt, Silberstahlrüstung. Ach komm, machen wir direkt was Blaues draus, oder? Das Buch von Aschur. Ha! Endlich ein arkanes Artefakt, wo ich sage, das passt doch. Gut! Also jede Menge magische Items jetzt hier gerade eben mit ihm bekommen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich... Ja, dann keinen weiteren Helden mehr, ne? Wir brauchen eigentlich nur den Alchemisten, weil er selber ist ja auch schon... Wobei er ist selber schon ein Alchemist. Egal. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt hier noch Longma-Reiter. Ich bin nur so am Überlegen, ob 2 sein sollen oder ob ich ausnahmsweise mal 4 nehmen soll. Ich experimentiere jetzt mal. Ne? Ich gehe jetzt hier mal auf 4, weil ich mir sage, das könnte vielleicht cool sein, nützlich sein.
Miao Ying. Miao Ying kümmert sich jetzt mal um den da hinten. So, wir nehmen die Verlustverstärkung. Und jetzt sind sie hier drin erstmal. Sehr gut. Und jetzt muss ich sie aber demnächst wieder zurückschicken, denn sie muss ja gleich wieder ins Chaos. Ich bin mir überlegen, ob ich aber auch die Artillerie abnehme und stattdessen lieber andere Artillerie gebe. Die fliegende Artillerie. Wisst ihr, was ich meine? Die drei da raus. Der Wujing-Kompass ist im Kern eine coole Sache, aber wenn man die beiden hat, braucht man ihn eigentlich nicht so dringend. Da sind eigentlich sehr viele Geschütze, die ballern. In meinen Augen ein bisschen mehr wert. Der rennt doch garantiert weg. Natürlich rennt der weg. Er ist ein sehr mutiger Oger, der gerne mal wegrennt. Das Spiel braucht mal wieder eine Weile, um das zu verdauen. Okay, kommt Verlustverstärkungsrate. Gut. Jetzt sind sie beide hier so am Rumflattern. Die alten Flattermänner. Sie kommen nicht rein. Verdammt. Diese Runde also noch nicht. Ein weiterer Level-Up. Ganz im Ernst, ich glaube, ich mache jetzt hier mal die Verschleißreduzierung bei beiden. Ich hoffe, dass das einfach was bringt. Na, du kannst jetzt hier noch das da machen und dann machen wir noch einen Punkt Verschleißreduzierung. Ja, er kann jetzt ruhig seinen ganzen Zauberkram jetzt hier noch lernen. Bei dir machen wir noch die finale Transmutation und die Erdung. Das ist halt der Wahnsinn, was man hier immer skillen muss, ne? Komm, noch mehr Erdung. Und wo wir gerade eben darüber reden, noch mehr Erdung. Der Komet von Cassandra kommt später dran. So, dann. Ihr habt ja gerade gewonnen gegen die hier. Wir leveln also noch mehr. Inspirierender Angriff, schnelle Hände. Ja, komm, die Geschossstärke und die halte die Stellungsfähigkeit. Dann mehr Mobilität. Und ausweichen für dich. Erdung. Komet. Ich kann jetzt ihn hier versuchen zu verdrängen. Oder ihn sogar bekämpfen. Die holen halt ja auch direkt schon wieder diese riesen Babys daran, ne? Diese Steinjacks. Wieder ein Level-Up hier. Einer. Okay, ich habe jetzt erstmal ihm hier alles gegeben, was jetzt hier geht. Dann nehmen wir jetzt hier den inspirierenden Angriff. Finale Transmutation. Magische Reserven. Jetzt ist hier das Schrottstadtlager fällig. Das muss weg. Ein Problem weniger. So, jetzt haben wir nämlich die Wahl, entweder da weiterzugehen oder da weiterzugehen. Beides ist nicht so toll. Ich gehe jetzt deswegen jetzt erstmal hier in den Hinterhalt und entscheide später, wie ich jetzt hier weiter vorgehen möchte. Du kannst jetzt den hier mal wegmessern. Machst es sogar. Gut. Habe ich nochmal irgendwo jemanden? Ach, du hast auch nochmal ein Level-Up. Den habe ich völlig übersehen. Dann bekommst du noch den Kometen jetzt. So, wir verbessern hier das Wachstum und das Einkommen. Ich finde schade, dass man hier keine Verlustversteigerungsrate bekommt. Weil bei anderen Fraktionen bekommt man das. Die rote Festung wird jetzt hier von uns wieder repariert.
Und wir sind tatsächlich drauf und dran, jetzt hier in die nächste Runde gehen zu können. Aber vorher mache ich nicht Angriffspakt mit dem Wiesenland. Ach komm, lass es sogar ein Schutzbündnis sein. Ich finde es geil, dass die überhaupt noch leben. Ganz ehrlich gesagt. Hallöchen, Reikland. Ostmark ist auch bereit hier für Schutzbündnisse. Die Menschheit und Drachenheit muss zusammenhalten. Komm. Das ist eigentlich der pure Gag, ne? In den meisten anderen Fantasy-Welten würden Zwerge sich niemals mit Drachen einlassen. Hier schon. Stirland. Komm, ich gebe ihnen jetzt hier diese 11.000, um dieses Bündnis zu machen. Ich habe jetzt ein militärisches Bündnis mit Reikland jetzt hier geschaffen. Oh, wir machen minus ein Gold pro Runde. Nein! Die Welt wird untergehen. Oder auch nicht. So, direkt mal 4 Außenposten errichtet, um unsere menschlichen Verbündeten zu stärken. Hoffentlich fangen sie damit auch was Gescheites an. So. Alchemist of the House of Secrets. Wir haben halt das Problem, dass wir gerade eben einen Haufen Geld verlieren, weil jetzt halt die Yin-Yang-Balance überhaupt nicht mehr gegeben ist. Ist nicht mehr existent. Karawanenbegegnung Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass die eine Chance haben. Tötet sie. Wollte ich gerade sagen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Truppe aufgehalten werden kann. So, okay. Ja, ich weiß, dass wir eine Yang-Harmonie haben. Sie ist sogar viel zu krass. Was forschen wir denn gerade? Das macht halt Yang noch schlimmer. Das ist eine wahre Katastrophe, was hier gerade eben passiert, Freunde. Okay, wir müssen also ganz viel Yin jetzt hier produzieren. Einmal. Zweimal. Ist schon Yin. Ist schon Yin. Zwei Stück habe ich jetzt also rüber gewechselt. Das heißt, dann sind wir immer noch bei plus zwei. Wenn ich jetzt noch eines rüber wechsle, dann müsste es passen. Von Yang nach Yin. Okay, ich hoffe, das passt dann so. So, du machst dich jetzt hier mal wieder hierher, denn wie gesagt, wir werden jetzt ja den Riss dann bekommen, ne? So, du gehst hier hin, kannst in der nächsten Runde den hier dann verkloppen. Das machen wir übrigens auch wieder plus. Das Spiel kann sich echt nicht entscheiden. Gehennas Hunde. Aber selbst wenn wir Minus machen, ne, das, uns trifft das nicht wirklich. Wegfinder, Chance auf Karawanenhinterhalt reduzieren, lokaler Anführer, nein. Was will ich ihm noch geben? Ja komm, die schnellen Hände. Dass die Fernkämpfe hier nochmal ein bisschen besser sind. Da ist schon wieder so einer von Zinsch. Wir schaffen es nicht hinwegzumessern. Attacke! Wir haben mal wieder die Schreckensmaske von Yi gefunden. Das Ding scheint eine Massenproduktion zu sein. Okay. Ich nehme jetzt hier nochmal die beruhigende Gegenwart. Die finale Transmutation bei dir. Also mein Weg geht jetzt eindeutig da hoch, weil ich den Feind jetzt hier davon abhalten will, immer wieder hier reinzuspringen.
Das ist mein großes Ziel. Und ich ahne, dass jetzt vielleicht Ozun ein bisschen brüllt. Dass die eine Armee da unten jetzt noch rumsteht, das ist völlig in Ordnung. Was will er jetzt hier? Ah, endlich haben sie mal eine Einsicht. Warte mal, ist das alles noch Gebiet von ihm? Ja, komm, nee, dann akzeptiere ich das momentan nicht. Nein, 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 nein. Ich muss jetzt mich noch durch dein Land knüppeln, mein Freund. Und vergiss nicht, du hast angefangen. Nee, Ozun brüllt noch nicht. Das habe ich aber echt ein bisschen arg viel lang. Hier ist gerade eben einiges durch die Decke gejankt, ey, ich sag's euch. Will ich das machen? Munition für Großkanonen? Nein. Ich gehe jetzt hier auf irgendwelche Yin-Sachen. Ja. Wir müssen remain superior. Die Armee ist hier weg. So gut wie weg. Dann gehst du da wieder hin. Und du machst dich jetzt hier hin zu den Minen von Nanyang. Er ist jetzt fast fertig. Warte mal, ich hatte doch jetzt irgendwo noch mal einen Typen bekommen. Harmonische Konvergenz. Ist halt die Frage, ob ich diesen Caster hier brauche. Komm, ich pack ihn da rein. Ich wollte ihn eigentlich als Agenten einsetzen, aber nee, das mache ich jetzt dann doch nicht. Und dann bekommst du nämlich jetzt hier nochmal einen weiteren Nahkämpfer. Und dann definiere ich diese Armee als abgeschlossen. So. Bam. Dauert. Ich habe keine Ahnung warum. Das scheint irgendwie so ein Loop programmiert zu sein, ne? Oder sowas in der Art. Und ich weiß nicht, was es ist. Kraftelixier der Alchemisten. Oh, das ist mal ein nettes Item. Damit kann man arbeiten. Wo ist es denn? Ein verzaubertes Objekt. Ganz im Ernst, das gebe ich ihm statt dem anderen. Er kann auch die Rüstung des Schicksals bekommen. Arkane Artefakte kann er nicht benutzen. Talisman und Waffe wären nicht schlechte. Dämmerstein für ihn noch. Nur die Schlachtenklinge ist besser als nichts. So, du bist nun ein großer Taktiker, mein Freund. Surely a gift from the dragons. Oh. Cannot manipulate me. Habe ich auch nie behauptet. Food and rest is scheduled. Dann gehst du mal bis hier. Dann können wir noch die Nebelklamm einnehmen. Und ich wäre ein Fan davon, jetzt auch das Tal der Titanen zu nehmen, wenn es geht. Nächste Runde. Jetzt rennen die da drin halt echt die ganze Zeit rum, ne? Ätzende Gegner. Ja, euch hebe ich jetzt... Warte mal, was habt ihr überhaupt von Yin Yang? Was passiert, wenn ich dich jetzt rausschmeiße? Nee, du bist tatsächlich ein Yin. Ich brauche dich ganz dringend, um dieses ganze Yang auszugleichen. Und du auch. Ach, du ahnst es nicht. Die beiden sind wichtig. Awesome. Kann ich noch Helden einfach so rekrutieren? 8-8, okay. Hier kann ich gar keine Helden rekrutieren.
Nee, wir sind, was die Helden angeht, komplett an der Grenze. Dann gehen wir halt mal weiter, ne? Ach, guck mal, wir sehen jetzt die Legion des Chaos, wie sie Waldenhof irgendwelche Dinge tun. Ich find's krass, dass die Vampire noch leben. Kriegserklärung? Ne, sie beenden den militärischen Zugang. Aber warum machen die das? Also die wollen, glaube ich, einfach nur expandieren, ne? In ihren Inseln. Auch das werden wir bekämpfen. Das sind keine herausfordernden Überfälle. Es ist auch nicht sehr smart, wenn man sehr viel weniger Leute hat, hier anzugreifen. Also wenn die Karawane deutlich mehr Männer hat als du, solltest du nicht angreifen. Das ist das geht selten gut. So, eine Runde noch. Du schließt dich hier noch an. Zack. Genau, dann haben wir nämlich jetzt gleich die 20er Gruppe. Und du holst jetzt noch das da. Besetzen. Das war leicht. Es gibt nur noch die da. Wir reparieren das, hauen das hier kaputt. Das lassen wir alles. Und jetzt holen wir den Gipfel hier. Wir spielen das aus einem einzigen Grund. Ich wette, wenn ich das spiele, verliere ich fast gar keine Männer. Und wenn ich das nicht spiele, dann wird's fatal. Weil wir haben ja direkt nebenan noch den blöden Zinscherichter, der von Norden reindrückt. Ja, es muss nicht sein, da jetzt ein Risiko einzugehen. Wir gehen jetzt einfach ganz, ganz behutsam mit unserer Luftwaffe um und bomben sie einfach in Grund und Boden. Und machen den Rest dann mit unseren Fernkämpfern. Na komm schon, beeil dich. Wir haben heute auch noch was anderes vor. Ich greife am liebsten eigentlich immer von hier aus an, habe ich festgestellt. Das funktioniert eigentlich ganz gut so. Okay. Fight for the pride, for you are the guardians of order, the defenders of harmony. Sollen sie ansturmen? Thoughts in harmony. Kommt schnell hierher. Move as wind. Marching as one. Azir, show the way. Da sind auch ein paar Ogelchen. Manchmal ist einfach Timing alles. Never conquered. Marching as one. Naturally. Crossbowmen. Ach, ernsthaft? Haben die da was hingemacht? Okay, wir machen das jetzt mit den Helden weg. Kann er damit noch irgendwie schießen? Nee, kann er nicht. Ich finde es übrigens eigentlich ganz praktisch, dass der Kommandeur in der Luft so ist. Aber ihr seht, dann hat er überhaupt gar kein Nahkampfpotenzial mehr. Die kriegen das aber relativ schnell runtergefightet, muss ich ganz ehrlich sagen. With infinite pride.
Moment, stell dich kurz mal so auf. Bei mir hat es gerade angefangen zu schütten. Also richtiges Unwetter. So, geht da hin, Männer. Celestial Sorcerer. My path is known. Praise the dragons. Jade Lanthus. Wir haben jetzt hoffentlich gleich die Nase voll. Haben sie. Gut. Dann kann ich den einen Reiter hier hinpacken, den anderen Reiter da hinpacken. Man kann das hier so richtig schön no-brainerig spielen mit Katai. My elixirs are ready. Acolyte of secrets. Machen wir mal ein, zwei Zauber hier. Ufts. Da waren die blauen Horrors aber ganz schnell weg. Die haben ihren ganz eigenen Horror erlebt. Dragon Guard! Move as wind! Dragon Crossbows! With infinite pride! Shen Yang sends us! Defend us, Alcazi! Order and balance! So. With infinite pride! Du gehst damit hin, du gehst damit hin, du gehst da noch mit hin. Ich glaube, dass die Fliegerchen da am besten aufgehoben sind. Das ist schön, dass du mich jetzt hier einsperren willst, aber das interessiert mich, glaube ich, nicht mehr die Bohne. Wir nehmen das jetzt hier schnell ein. Hier ballern wir einfach nur schnell drauf. Könnt ihr einen Kometen reinmachen? Bin gespannt, ob sie stehen bleiben. Oder ob dann überhaupt noch welche da sind. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Gewonnen. Sag doch, dass wir so am besten jetzt hier verfahren. Wie viel haben wir verloren? 30. Das wäre garantiert nicht so gelaufen, wenn wir das jetzt berechnet hätten. Boah, die haben 124 Kills. Okay, die haben wahrscheinlich gegen die ganzen Gnoblars geschossen. So, besetzen. Der Blutgipfel ist unser. Und wir freuen uns über einen weiteren Level-Up in unseren Reihen. Der Komet von Cassandora hat sich gelohnt. Harmony above all. Oh geil, wir haben nochmal einen Yin bekommen. Ich freue mich gerade echt über jedes Yin, das ich bekomme. Hier ist kein weiterer in der Nähe, das heißt, hier kann ich berechnen. Gut. Ist mir egal, ob ich hier nicht willkommen bin. Wir brauchen noch mehr Yin. Wir müssen jetzt hier dieses Yang ausgleichen. Und du holst das da. Cathy Eternal! Die Klingenstandarte gab's hier, nuts. Tja, der steht jetzt hier so ein bisschen blöd da, ne? Ihr seht halt, mit wem der verbündet ist, der Dreckskerl, ne? Wird einem so einiges klar. So, noch mehr Yin.
Aber wir sind halt leider immer noch weit drüber. Ihm hier. Gebe ich jetzt einen inspirierenden Angriff. So, Level-Ups. Ich liebe es zu leveln, ohne Witz. Das ist einer der befriedigendsten Momente in Spielen für mich, wenn ich einfach so einen XP-Punkt vergeben kann. Gut. Dich überspringen wir. Dann verbessere ich hier noch meine Unterstützung für meine Verbündeten. Wir haben eine weitere Provinz gesichert. Schaut, wenn wir dann solche reduzieren. Forschungsrate, Nahkampfabwehr. Ich will, dass die Gegner jetzt hier einen Nachteil haben. Ja, das ist eindeutig jetzt hier Frontlinie, Leute. Okay. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Wenn dann endlich das Bärchen ein letztes Mal brüllt, oder? Oder was will sie jetzt? Schutzbündnis? Ja, komm, gerne doch. Sie kann uns jetzt sowieso nicht mehr wirklich stören bei Slaanesh, glaube ich. Ich glaube, wir sind da besser vorbereitet, wenn wir da reingehen. Das schaffen wir auch, ohne sie zu töten. Also Freunde, Bärchen will immer noch nicht brüllen. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Yin zu viel. Der Foliant des Schicksals weiß alles. Oh, wie man sich irren kann. Ja, dann wissen wir, wo wir beim nächsten Mal sind. Also, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und Ade.